So. Das Timber muss ihm noch lachen. So, Zoltan-Treff nach den Würfelfragen. Okay. Jetzt mal ganz kurz Formeln. Nein, Trank hier. Katze. So, es werden bessere alchemistische Grundstoffe benötigt. Okay. Rebis, Queberit. Mhm. Fett. Aha. Alchemistische Zutat, Monstrositätenlymphe, Queberit. Okay, was brauchen wir noch? Rebis. Ich glaube, ich habe keinen Rebis, kann das sein? Doch, Rebis habe ich auch. Lunasplitter. Schöllkraut. Rebis. Okay, das checke ich noch nicht so ganz. Also angeblich können wir... Also angeblich braucht der Trank das hier. Aber das haben wir eigentlich alles. Mixturtyp Trank. Es werden bessere alchemistische Grundstoffe benötigt. Also das Zeug ist einfach, was wir haben, ist dafür nicht geeignet. Na gut. So, da haben wir noch nichts. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich gerade? Wir haben Mittag. So, machen wir bis abends, dass die Zeit rumgeht. Ich hoffe, dass der Alchemist dann da ist. Ich würde ihm gerne sein Ghoulblut geben. Nö, aber da ist er nicht. Ist der vielleicht draußen? Wo ist der denn? Speichern. Ah ja, okay. Hat gespeichert. Finde ich gut. Also das Geile ist, angeblich ist der da drin, aber wahrscheinlich zu irgendeiner komischen Uhrzeit dann, oder? Quests hier. Ein Würfel spielen. Wenn ich Zoltan treffe, werde ich ihn nach dem Würfelspiel fragen. Zoltan Chivay. Der Ghoul-Vertrag. So. Ja. Zwergenschmied. Verdammte Bluthunde. Man nennt sie Barges. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Genau wie ich. Ha. Hier ist nix. Das ist nicht gut. Es regnet. Wow. Was für ein Regen. Ja, aber ist doch wurscht. Lass doch regnen. Schankwirt Olaf, Kellnerin. Will denn niemand seine Kräfte messen? So, Lesnar. Also wenigstens ist die Lesnar nicht tot. Das ist schon mal gut. Ich hatte schon Angst, dass sie sich... Ich hatte schon Angst, dass sich die Lesnar umgebracht hat. Von daher ist es vollkommen okay. Aber ich frage mich immer noch, wo ist dieser blöde Typ? Ich check's nicht. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Vielleicht kommt ja noch irgendwann der Kalkstein. Tag ist doch bloß mitternachts da, ich habe keinen Schimmer. Was? So. Was hat er denn hier? So, überunterirdische Pflanzen. Über Feldpflanzen, okay. Sevantiz, Gänseblümchen, das ist ja schön. Baliserfrucht, da haben wir auch jede Menge. Die kann ich für eins jeweils verkaufen, das ist ein bisschen zu wenig. Was haben wir noch? Huhn. Okay. Na hallo. Ist auch nicht mein Dingens. Das Leben in der Armee ist hart. Ah, mit J komme ich in die Quests. Okay. Okay, begrabene Erinnerungen. Dann latsch mal zu dem hin. Was für ein Regen. Mach auf. Kaufmann. Ja. Okay. Also, dann haben wir das ein bisschen. Also, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir so ein bisschen vorankommen auch. Es ist zwar ganz toll, dass wir hier so viel einsammeln und so viel machen können.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne ein bisschen... Also ich möchte jetzt nicht durch die nächsten 10 Folgen hier rumirren. Sondern ich würde gerne ein bisschen hier... Königliche Jägersmann, Feuerstelle, okay. Wo waren die Abigail eigentlich? Die war doch da. Vielleicht... Ja, vielleicht ist die Abigail schon fertig. Dann machen wir das in einem Aufwasch. Was ist das? Hört sich seltsam an. Dann Abigail. Dann kriegen wir unseren Trank vielleicht. Beziehungsweise können das dann mal rausfinden, was wir wie wo machen müssen. Ich hoffe, dem geht's dann gut, dem Kleinen. Ich hoffe, dass der nicht zu Schaden kommt. Das wäre sehr schön. Ansonsten bringe ich sie um. Naja. Wenn ich groß bin, will ich auch einen Pferdeschwanz. Mhm. Was wollt ihr? Ah, ich glaube, sie ist fertig. So. Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, quält ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht, die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht, sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der 7 Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Ach, das sagt sie jetzt. Was wollt ihr? Okay, jetzt glaube ich, ist er festgefroren. Wir sehen uns. So, okay. Hast du was zu sagen? Hallo? Alvin? Caroline ist tot. Die Hunde haben sie gefressen. Ihr seid wirklich tapfer. Manchmal sind meine Träume seltsam. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Pferd. So. Scheint eine Puppenmenschengestalt zu sein. Okay. Sehr gut. Also, ich habe von dem Dialog jetzt nicht wirklich was verstanden. Das war seltsam. Okay. Tagebuch, begrabene Erinnerung. Zu dem müssen wir hin. Dann haben wir hier Glossar. Haben wir hier irgendwas? Zusätzliche Substanzen? Schneesturm. Okay, Nekrophagenel, Medizin für Driss. Ungeheuer Charaktere. So. Was hat er denn hinterlassen? Der Professor, Würfelspiel, die Spur der Salamandra. Habe ich das im Inventar vielleicht? Was? Höllenhundseele, Schriftroll. Diese Notizen enthalten die Formel eines Tranks, der aus den Überresten eines Höllenhunds gewonnen wird. Höllenhundseele. Diese Notizen enthalten die Formel für einen Trank aus dem Überrest eines Höllenhundes. Nach Genuss gewährt der Trank ein Silbertalent. Okay. Geisteröl, bla 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 bla. Schwalbe, Nekrophagen, Salpeter. Über Feldpflanzen. Das haben wir schon. Haftbefehl, Glasfiole. Ach, Berengards Aufzeichnung über die Bestie. Questgegenstand, ein hastig hingekritzeltes Dokument, das vermutlich während der Vorbereitung auf den Kampf mit dem Höllenhund entstand. So. Die Bestie.
erste Nacht. 95 Kilogramm Muskeln, an die 1,5 Meter groß. Fangzähne wie der Daumen eines Mannes. Man hält sich besser von ihr fern. Zweite Nacht. Ruft mit ihrem Heulen Bargesten herbei. Dämonische Herkunft so gut wie sicher. Dritte Nacht. Höchst resistent gegen Eisen und Zeichen. Hat drei Irden, die auf sie gewirkt wurden, nicht einmal bemerkt. Vierte Nacht. Alle Eigenschaften von Alsurs Dämon bestätigt. Die Bestie stellt eine Frage. Wer die richtige Antwort nennt, hat eine Chance, sie zu töten. Okay, Ungeheuer, Höllenhund, Zutaten, Hauch des Jenseits, Würfelkästchen. Okay. Haftbefehl. Ach, das war der Professor, okay. So, Ungeheuer, Höllenhund. Vorkommen, kann überall auftauchen, wo ehrlose Menschen leben. Immunität, immun gegen die meisten Effekte. Da es sich um eine körperliche Kreatur handelt, sind Niederschlag- oder Lähmungsversuche möglich, aber selten erfolgreich. Anfälligkeit, sind empfindlich gegen Stahl. Der schnelle Kampfstil ist am wirksamsten gegen Höllenhunde. Taktik, ein Höllenhund, der Bargesten herbeirufen kann, fängt seine Gegner in einem Feuerkreis und verstümmelt sie. Was? Alchemie, irisierendes Mal. Okay. Also den Höllenhund muss ich mit Stahl bekämpfen. Okay. Zutaten, Formeln. Habe ich noch irgendwas gelernt jetzt oder nicht? Ach hier, Höllenhundseele. Nach dem Genuss fügt dieser Trank ein Silbertalent hinzu, das zum Erwerb einer Ausbaustufe genutzt werden kann. Dieser Trank wird hergestellt durch Vermischung eines Hauchs der Unterwelt mit Zutaten, die aus einem Maß Vitirol und zwei Maß Rebis bestehen. Ein Grundstoff bestehend aus hochwertigem starkem Alkohol ist ebenfalls erforderlich. Effekt augenblicklich, Toxizität keine. Finde ich gut. So, wie cool. So, dann gehen wir mal zu dem. Und dann schauen wir mal, dass wir die Quest abgeben. Das eine haben wir jetzt gemacht, das heißt, wir können jetzt dann gegen den Höllenhund, weiß ich noch nicht, ob wir da theoretisch eine Chance hätten. Gegen die drei Ghoulas ging ja einigermaßen, aber es hat trotzdem nicht so gut gewirkt. Und ich weiß nicht, ob da einen Trank, die was wir jetzt schon haben, diese Tränke gegen Geister und Ghule, wird bei dem nicht helfen. Da bräuchten wir wahrscheinlich einfach einen anderen Trank, stand ja da, Alchemie, was sinnig ist, was man brauen müsste dafür. Boah, diese Maus regt mich auf. Okay, ciao. So, was haben wir hier? Todesstaub. Aha, na gut. So. Na komm her. Wo bist du? Na komm her. Sehr schön. Oh, ich mag das Spiel. Das Kampfsystem ist so mega gut. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das abbrechen? Nein. Das wollte ich nämlich gar nicht. Ich habe aus Versehen darauf geklickt, weil ich dachte, das sind Überreste. Zack. So. Könnten jetzt eigentlich, warte mal, könnten an den Ufern jetzt eigentlich Dinge sein? Das sind ja nachtaktiv, ne? Ja, das sind Ertrunkene. Oder? Sind das Ertrunkene? Ertrunkene. So. Na komm her. Geil. Komm ich da hin? Na komm her.
Okay, drum der schnelle Kampfstil. Das kann ich nicht looten hier, den. Wie komme ich hier wieder raus? Ach so, hier. Ach so, ich muss die Waffe ziehen. Sonst kann ich nicht ausweichen. Das ist doof. Na, komm her. So. Okay, na komm her. Schade, ich kann die Überreste, die einen da nicht looten. Da haben wir noch einen Ertrunkenen. Zack. Ach, jetzt kann ich ihn looten. Ich konnte nicht looten, wo ich im Wasser war, aus irgendeinem Grund. So, Ertrunkenenvertrag. Haben wir den auch? Hervorragend. Na komm her. Okay, geht. Komme ich jetzt hier hoch? Ja. So. Komm her. Ich muss hier doch platt machen. Nicht, dass du hier noch Leute umbringst. Das wollen wir natürlich nicht. Die sehen echt widerlich aus. Ja, da war ich zu schnell. Manchmal bin ich einfach zu übermütig, wenn es darum geht, anzugreifen. Aber was soll's. Wir kommen auf jeden Fall... Also bis jetzt kommen wir ganz gut noch voran. Also bis jetzt sind wir auch noch kein einziges Mal gestorben. Das finde ich sehr gut. Normalerweise bin ich immer so jemand... Ich speichere mal eben. Normalerweise bin ich immer jemand, der relativ fix stirbt. Ach der, da ist der Sultan, Ding Dong, irgendwas. Finger weg von Menschen, Frau und Zwerg. Ja. Lass doch mal den Zwerg in Ruhe. Hinfort, Anderlinge. Dir zeigen wir es, du Würstchen. Tanz uns was, du Dreckszwerg. Ja. Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? So. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Lasst euch durch mich nicht stören. Ach komm, haut ab. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels. Tötet den Penner. Ihr habt es so gewollt. Wenn ich fertig bin, können die eine Kutsche in eure Arsch machen. Na, komm her. Dreckskerl. Okay. Na, komm her. Ja, das war doof, weil der mitten im Weg stand. Da dachte ich, hatte die Kombo nicht gemacht. So, hi Zwerg. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt, seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Shivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Shivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. So, vielleicht anders mal. Ihr seht besorgt aus.
Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Na gar doch. Okay. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Was? Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Okay. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und... Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Ja, da hat er durchaus recht. So, das ist ganz interessant. Ganz interessant hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Sultan. Oh. Ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Mhm. Und wo wird gespielt? Okay. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Okay, Würfelpoker. Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklickt auf Würfeln. Tipp, manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Okay. Was? Starteinsatz, Wellen oder Spiel verlassen? Ihr lernt die Grundlagen von Würfelpoker. Jetzt ist es Zeit zum Spielen. Okay, ach komm. Würfeln drücken. Ach, hier unten würfeln. Das habe ich nicht gesehen gerade. So, ich würfel. Aha. Gegner würfelt. Aha. So, was? Möchtet ihr erhöhen? Ihr habt... Paar. Gegner hat drei gleiche. Was ist jetzt besser? Okay, ich habe ein Paar. Er hat drei gleiche. Das dürfte... Ist das dann besser? Wahrscheinlich ist das hier besser von ihm. Gebot akzeptieren. Gegner wettet. Okay, nochmal würfeln. Der Gegner denkt nach. Was? Gegner würfelt. Ihr habt verloren. Geralt, Pott, Soltan. Nächste Runde. Gewonnene Spiele. Was? Nächste Runde. Hä? Was? Würfeln drücken. Okay, ich würfle. Check ich nicht so ganz. Gegner würfelt. So, Gegner hat ein Paar, wir haben zwei Paare. Okay. Na komm, wir bleiben mal dabei.
zum erneuten Würfeln wählen. Aber muss ich jetzt neu würfeln oder... oh toll, das war mein Handy. So. Muss das Handy eben stumm schalten. So. Sorry. So. Muss ich jetzt hier nochmal würfeln oder was ist hier los? Ich muss, glaube ich, nochmal würfeln, ne? Ja, dann würfeln wir mal. Gegner denkt nach. Hä? Ich check das noch nicht so ganz. Ihr habt gewonnen. Hä? Nächste Runde. Würfeln drücken. Ich... Okay, ich habe zwei Paare. Okay. Also, ich habe zwei Paare. Ich habe ein Sechserpaar und ein Fünferpaar. Ach, ich glaube... Ah, Spiel verlassen und aktuellen Einsatz verlieren. Ach komm. Gegner wettet. Komm, wir gehen mal. Wir erhöhen mal. Weil jetzt muss der Gegner, glaube ich, würfeln. Oder? Der Gegner denkt nach. Gegner würfelt. Jetzt muss er besser sein als ich. Ihr habt verloren. Nein! Spiel verlassen. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Glaube ich zumindest. Ausgang. Verdammt. Ein Würfelspiel. Das ist ja hervorragend. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Euer Inventar ist voll. Schön. Habe ich kein rostiges Schwert mit dem, aber hier. Geralt? Servus. Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Mhm. So, könnt ihr um lohnende Summen spielen? Aha. Ach, spielen wir Poker. Ah, okay. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Okay. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Okay, so, finde ich gut. Neue Quest, Würfelpoker für Anfänger. Geil. Geralt? Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. So, naja, ich habe ein bisschen Geld verloren, aber was soll's. Rostiges Schwert, Überreste, die looten wir mal. Ich würde gerne die rostigen Schwerter kann ich nicht mitnehmen. Weil das Inventar voll ist. Was ich persönlich sehr schade finde. So. Dann loopen wir schon mal die Fässer. Und dann mache ich an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen Break. Weil ich nur eben gucken will. Ich habe nämlich was in der Aufnahme umgestellt. Dann gucke ich mal, ob das alles passt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nur für den Fall der Fälle. So, auf jeden Fall ertrunkene Dinge haben wir jetzt auch. Ich speichere mal eben. Zack. So, dann hier kurz der Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis dann. Tschüss.